Vermutlich jeder möchte in seinem eigenen Zuhause alt werden. Auf dem Land nicht ganz einfach, wenn die Gartenarbeit Mühe macht, Ärzte und Einkaufsmöglichkeiten kilometerweit entfernt sind. Hier sind kreative Ideen gefragt. Und die hat Ingrid Lang aus Kankelau, einem 200-Einwohner-Dorf im Kreis Herzogtum Lauenburg. Nach dem Vorbild einer Seniorengenossenschaft aus Baden-Württemberg gründet sie im Jahr 2013 den Verein Mit Mi, Alltagshilfen von Mensch zu Mensch. Und das Besondere an dem Modell Seniorengenossenschaft ist ja, dass es einen Lohn gibt, für ein Entgelt für die Tätigkeit. Und das können sich die Mitglieder, die helfen, entweder auszahlen lassen oder aber gutschreiben. Das heißt, man kann hier viele Stunden ansammeln und die später bei Bedarf selber in Anspruch nehmen. Inzwischen hat der Verein über 60 Mitglieder aus 13 Ortschaften in der Umgebung. Am häufigsten werden Fahrdienste zum Arzt oder zum Einkaufen nachgefragt. Aber auch der wöchentliche Mittagstisch im Bürgerhaus wird sehr gut angenommen. Nach einer schweren Schulterverletzung war Elisabeth Maschke zunächst dankbar, sich einfach einmal an einen gedeckten Tisch setzen zu können. Heute sind sie und ihr Mann Vereinsmitglieder und schätzen vor allem den Austausch und das herzliche Miteinander der Gemeinschaft. Wir haben hier ganz nette Menschen getroffen. Wir unterhalten uns gut. Wenn Geburtstage sind, kriegt das Geburtstagskind ein Ständchen. Es wird gesungen. Es ist immer eine Freude, hier hinzugehen, und den anderen geht es genauso. Selbstbestimmt älter werden auf dem Land. Dabei helfen sich die Mitglieder gegenseitig. Für sein Konzept wurde der Verein von der Akademie für ländliche Räume ausgezeichnet. Neben dem Preisgeld von 2.500 Euro bekommt MitMi seitdem auch landesweite Aufmerksamkeit. Gerade nach der Preisverleihung im Dezember gab es eine Anfrage, das hatte jemand im Flensburger Blatt gelesen, dass es hier gibt und wir den Preis verliehen haben. Und die fragten danach, wie läuft das denn so? Und ich habe gesagt, sie können sich gerne melden, interessiert mich, wie es da weitergeht. Also man kann das gerne kopieren. Wir geben unsere Erfahrung und die Satzung, an der wir so lange gefeilt haben, sehr gerne weiter.